Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secret of Mana. Und zwar, letzte Folge sind wir hier ein bisschen unglücklich gelandet, aber ich glaube, wir müssen weiter nach rechts. Also es ist hier halt irgendwie so, renn einmal im Kreis und versuche irgendwas zu finden und versuche nicht zu sterben. Das Versuchen nicht zu sterben ist tatsächlich schwerer, als man so erwartet. Es sieht hier alles einfach fucking gleich aus. Ich habe das Gefühl, dass wir hier schon waren. Aber ich glaube, die war gar nicht endlos. Die ging nur 4 Felder nach unten und 4 nach oben oder so. Oh, diese scheiß Spinnenbeine. Kommt jetzt, haut doch mal mit hin. Hallo, ich sterb gleich, wenn es so weitergeht. Ja. Wie war das mit ich sterb gleich? Ja, wir brauchen nochmal unser erstes Lebenselixier. So, dann leben wir wieder. Tatsächlich unser erster Tod in diesem Spiel. Also es ist ja nicht wirklich tot, weil es ist einfach nur mega unfair. Aber jetzt müssen wir echt langsam mal bei dem Dorf landen. Nein, nicht schon wieder diese Viecher. Ich renne weiter nach rechts. Konnte man nicht irgendwo eine Minimap aktivieren? Bevor wir jetzt hier weiter verrecken, aktiviere ich mal kurz die Minimap. Wo ist es denn hier? Minikarte. Ich möchte die gerne haben. Ach so. Soweit hilft mir das jetzt. Oh, danke, ich sehe, ich kann nach oben gehen. Danke, Spiel. Das hilft mir. Ich dachte, es wäre eine wirkliche Lösung, aber nein. Aber hier waren wir noch nicht, weil wir... Ja, wir laufen einfach von den Kürbissen und so davon. Es sieht hier alles fucking gleich aus. Was passiert, wenn wir nach oben gehen? Bringt uns das was? Darf ich bitte nach oben gehen? Alter, wir waren hier doch schon. Das kann mir keiner erzählen, wir waren hier schon. Hä? Die bewegen sich kaum von allein. Ey, haben wir es geschafft? Ich bin so durstig, ich kann keinen Schritt mehr gehen. Oh Mann, ich dachte, ich hätte gedacht, dass wir hier vertrocknen. Hey, seht doch, da drüben ist etwas. Das sehen wir uns an. Es ist da ein lustiger Kürbis, der... Alter! Mistspiel! Ein Schiff, das kommt nicht so wie an Bord. Also ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich auf so ein fremdes Schiff einfach mal so mitten in der Wüste an Bord steigen sollte. Puh, das war knapp. Ihr, was macht ihr? Ihr da, was macht ihr auf unserer Sandschiff? Nur imperialische Spione können so dumm sein. Wen nennt ihr hier ist dumm? Was macht ihr hier los? Sir, das sind Spione, Sir. Kommt mal langsam, vielleicht sind sie einfach nur, haben sie sich einfach nur in der Wüste verlaufen. Wir wären beinahe verdurstet. Verstehe. Na dann wollen wir euch mal helfen. Aber ihr müsst für die Kosten und für die Überfahrt auf unserem Schiff schön abarbeiten. Der Junge kommt in den Maschinenraum, die Kleine in die Kombüse und das Fräulein kommt mit mir mit. Das ist übrigens Luxor. Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Zack, zack. An die Arbeit. Hier, und zwar gibt es hier den Felix. Haris, die an Landratte, bist du neu hier, was? Ich bin Felix, Freibeuter, Extraklasse und die Geißel der Meere. Oder zumindest war ich das mal. Die See ist einfach zu rau für diese Tage, um sich als Pirat plündern und kapern durchs Leben zu schlagen. Aber ich brauche einfach die Wogen des Meeres unter meinen Füßen und, seine salzige Luft in meinen Lungen. Darum habe ich mich an Bord dieses Schiffes geschmuggelt. Eines Tages werde ich wieder auf See sein. 3 Segel im Wind, so wahr ich hier stehe. Eines Tages. Julia, wir sind jetzt auch allein. Offiziell hat Admiral Meria von der Republik das Kommando über... Oh, das ist einfach Luxor und ich weiß nicht mehr, wie der andere Heini hieß. Wenn, wenn ihm deine Visage nicht passt, fliegst du ganz schnell von Bord und landest in den Dünen.
Okay. An die Arbeit. Ja, genau. Und zwar dieser Heini, der sieht ja auch hier besonders aus. Und du willst von hier fliehen mit deinen Freunden, die auch an Bord sind? Ich habe da schon eine Idee. Sprich mit dem Wachen bei der Treppe. Den Rest übernehme ich. Danke, Felix. Du da zurück an deinen Posten. Hilfe, es brennt im Feuer. Was? Aus dem Weg. Ja, und jetzt nähern die sich ganz langsam dem Feuer, um es zu bekämpfen. Und wir sind jetzt praktisch hier oben. Ich glaube, irgendwo könnte man hier auch speichern, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man nach da oben geht, oder? Nein. Ja, wir müssen jetzt irgendwie unsere Freunde hier aufklauben, irgendwie. Es ist ja riesig hier. Ja, dann wollte ich... Sollte ich einfach mal die Treppe hier hochgehen? Kann ich hier runter? Nein. Ich mag keine Schiffe. Also Sokka ist in der Kombüse und Layla ist bei irgend so einem schmierigen Heini. Hey, hey, hörst du bald auf? Mampf, Mampf, Mampf. Hey, guck dir das an, das reinste Paradies hier, Mampf. Der Rotschafter hat unsere ganzen Vorräte aufgefressen. Bist du ein Freund von diesem Vielfraß? Schaff die Kleine hier raus. Hm, nein, danke. Ich bin echt satt. Okay, Sokka haben wir schon mal. Wir können wieder Angriffszauber machen. Scheiß auf Layla, nee. Wir sind schon mal zu zweit. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Ja. Ich finde es recht lustig, also dieses Schiff, das ist mal was anderes irgendwie. Keine Ahnung, ich finde Secret of Mana ist eh so ein abwechslungsreiches Spiel. Das ist kein Tempel wie der andere. Hier gibt es immer andere Stories und keine Ahnung was. Ich finde das echt schön gemacht. So, da unten müsste Layla sein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Hä? Ich dachte, die war da. Oder musste man dann hier rausgehen? Ja. Ja, also wir sollten aufpassen, was wir machen. Sonst fliegen wir ganz schnell mit unserem Gesicht in die Dünen. Auch cool. Ja. Cool, wo sollen wir denn hin? Da kamen wir hoch. Oh, wo waren da die jetzt wieder? Nach da unten kommen wir nicht. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben. Ah, da in der Mitte oben ist noch ein Unterdings. Okay. Rennen wir da mal ein bisschen rum. Dann haben wir Sokka hier. Müssen wir eigentlich nicht hin. Ist da vielleicht noch irgendeine Tür, die ich übersehen habe? Irgendwie nicht. Hey, wir brauchen Layla. Ohne Layla kann es nicht weitergehen. So ohne Layla ist das Spiel nicht mehr Layla-tastic. Wir haben Layla verloren. Ey, da ist eine Tür. Die erkennt man in diesem Spielraum. Boah, ich muss diese Minimap ausmachen. Die irritiert mich übelst. Hier. So. Da. Habt ihr schon gehört? Das sind Ratten in der Kombüse. Die fressen die ganzen Vorräte auf. Das kann doch nicht sein. Hauen die jetzt ab? ja, aber wir gehen... Ratten so. Wir gehen erst nach oben und speichern da noch. Weil, da es gleich einen Fight gibt. Und ich möchte diesen Fight ungern nicht überleben. Ja, ich möchte einen Logbucheintrag vornehmen. Okay, dann gehen wir runter und holen Layla. Dass das Let's Play wieder Layla-testisch ist. Ja, aber ich würde einfach mal sagen, bevor wir da jetzt reingehen und uns den Stress machen, was da drin abgeht,
würde ich mich einfach an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Secret of Mana, wenn wir mit Layla zusammen wieder Layla Tastic sind. Bis dahin, tschüss!